Hallo und herzlich willkommen bei Waldis Pizzakanal. Ich darf euch heute ganz herzlich zum neuen Video von mir begrüßen. Heute möchte ich euch gerne mal zeigen, wie man zu Hause ganz einfach so einen leckeren Mozzarella hinbekommt. Danach werden wir uns mal anschauen, wie wir mit dem Mozzarella eine richtig leckere Pizza belegen. Und dabei wünsche ich euch jetzt ganz viel Spaß. So, als allererstes möchte ich euch jetzt mal zeigen, welche Zutaten wir für unsere Mozzarella-Herstellung benötigen. Und da fangen wir gleich mal mit der wichtigsten Zutat an, und zwar mit der Milch. Da müsst ihr darauf achten, dass es keine homogenisierte Milch ist. Also wenn ihr dann im Supermarkt seid und mal im Kühlregal schaut, müsst ihr wirklich darauf achten, dass da nicht homogenisiert draufsteht, denn dann können wir die Milch nicht für unsere Käseherstellung verwenden. Am besten ihr geht zum Bauer nebenan und holt euch da eine ganz frische Milch. Die ist am besten eben für die Mozzarella-Herstellung geeignet. Als nächste Zutat brauchen wir dann Lab. Da könnt ihr entweder vegetarisches Lab oder tierisches Lab nehmen. Lab ist ein Enzym aus dem Kälbermagen und dafür zuständig, dass unsere Milch später fest wird. Und hier brauche ich jetzt 15 Tropfen und das Ganze geben wir in Wasser. Da habe ich jetzt 90 ml Wasser und da lösen wir das auf und dann verteilt sich das später einfach besser in unserer Milch. Und dann brauchen wir noch Zitronensäure, hier brauchen wir 1,5 Teelöffel und die lösen wir auch in 90 ml kaltem Wasser auf. Ja, das war's schon von den Zutaten, jetzt schauen wir rüber an den Herd und machen weiter. So, ich habe uns jetzt hier mal einen großen Topf vorbereitet und da geben wir jetzt mal unsere komplette Milch rein. Als nächstes verrühren wir jetzt die Zitronensäure mit dem Wasser. So, und nun geben wir die Zitronensäure, die wir mit dem Wasser aufgelöst haben, zu unserer Milch. Und verrühren das Ganze mal. Und jetzt werden wir das Ganze mal auf 32 Grad erhitzen. Dazu brauchen wir ein Thermometer und da müssen wir dann schauen, dass wir wirklich genau die 32 Grad erreichen. So, die 32 Grad sind jetzt erreicht. Jetzt nehmen wir die Milch von der Herdplatte. Als nächstes geben wir das Lab in unser Wasser und verrühren das Ganze. Und dann geben wir diese Mischung zu unserer Milch. Und jetzt verrühren wir das Ganze 30 Sekunden schön durch. So, wenn wir das Ganze jetzt gut vermengt haben, dann kommt ein Deckel auf unseren Topf und dann lassen wir das Ganze 15 Minuten ruhig stehen. So, die 15 Minuten sind jetzt um. Jetzt schauen wir uns mal unsere Milch an. Ja, das schaut sehr gut aus. Die ist richtig schön fest geworden. Und jetzt werden wir das Ganze mit einem Messer in Würfel schneiden, ca. 2 auf 2 cm. Jetzt werden wir das Ganze noch mit so einem Schöpflöffel etwas umrühren, aber dabei wirklich ganz vorsichtig sein, dass man die Würfel nicht zerstört. Und jetzt muss das Ganze wieder zurück auf die Herdplatte und dann müssen wir das Ganze auf 43 Grad erhitzen. Während sich unser Käsebruch und unsere Molke erhitzt, werden wir das Ganze einfach immer ab und zu ein bisschen drehen. Die 43 Grad sind erreicht, jetzt nehmen wir das Ganze wieder von der heißen Herdplatte runter.
Als nächstes benötigen wir jetzt hier so eine Kunststoffschüssel und ein Sieb und das setzen wir dann hier so rein und dann geben wir langsam unseren Käsebruch in das Sieb rein. Jetzt lassen wir die Molke noch schön abtropfen und die aufgefangene Molke in unserer Schüssel geben wir dann auch zurück in die andere Molke in unserem Topf und das Ganze erhitzen wir dann auf 80 Grad. So, jetzt ist das Ganze schön abgetropft und jetzt geben wir die aufgefangene Molke zurück in unseren Topf und erhitzen es dann wie gesagt auf 80 Grad. So, unsere Molke hat jetzt die 80 Grad erreicht. Hier haben wir unseren Käsebruch. Ich habe mir jetzt noch einmal Handschuhe angezogen, denn das Ganze wird jetzt eine ganz heiße Angelegenheit. Und um unsere Hände einfach ein bisschen zu schützen, ziehe ich mir die Einmalhandschuhe an. Und jetzt nehmen wir uns einfach ein bisschen was von unserem Käsebruch und legen das auf so eine Schöpfkelle und geben das in die heiße Molke. Das lassen wir jetzt circa 7 Sekunden drin, dass der Käsebruch richtig schön heiß und weich und geschmeidig wird. Und dann nehmen wir das Ganze mal raus und tun es auf unsere Hand. Da sieht man schon, der wird jetzt schön elastisch. Und dann versuchen wir jetzt einfach mal eine schöne Kugel zu formen. Und wenn ihr merkt, das Ganze ist noch nicht weich genug, dann gebt es einfach noch mal kurz in die Molke. Dann holen wir es wieder raus. Der wird schon immer weicher. Und dann reißen wir das Ganze ab. So, und so ist jetzt unsere Mozzarella-Kugel fertig. Da könnt ihr auch ganz unterschiedliche Größen machen. Das ist jetzt mal so mittlere Größe. Ich werde jetzt mal ein paar kleine und ein paar große machen. Und dann sehen wir uns wieder. Jetzt ist unser Mozzarella schon fertig. Da habt ihr mal gesehen, wie schnell das eigentlich geht, dass man sich so ein Mozzarella selber machen kann. Und ich denke, mit dem Ergebnis können wir auch ganz zufrieden sein. Ein Teil hiervon werde ich jetzt einlegen, und zwar in die abgekühlte Molke. Da kommen dann noch 1,5% Salz dazu, einfach für den Geschmack und dass es länger haltbar ist. Und den restlichen Mozzarella werden wir jetzt dazu verwenden, um unsere Pizza damit zu belegen. Ich werde jetzt noch schnell einen Pizzateig machen und dann schauen wir uns das mal an, wie unsere Pizza wird mit unserem selber gemachten Mozzarella. So, unsere Pizza ist jetzt soweit fertig. Jetzt kommt unser selbstgemachter Mozzarella zum Einsatz. Den werden wir jetzt mal auf unsere Pizza verteilen. So, die Pizza schaut eigentlich aus wie immer. Heute werden wir sie aber im Haushaltsbackofen backen. Ich habe dazu einen Pizzastahl in meinem Ofen. Den habe ich jetzt schon 30 Minuten bei voller Temperatur bei Ober- und Unterhitze drin, dass es sich richtig schön aufheizen kann. Und da möchte ich euch heute gerne mal zeigen, wie die Pizza wird,
eben auf dem Pizzastall im Haushaltsbackofen. So, die Pizza war jetzt für gut 6 Minuten im Ofen. Auf dem Pizzastall geht es natürlich deutlich schneller, als wenn man das nur auf dem Backblech macht. Auch der Boden wird viel knuspriger, das kann man hier sehen. Der ist richtig schön braun und kross geworden. Auch mit dem Käse bin ich sehr zufrieden, der ist schön verlaufen. Ich werde das Ganze jetzt mal probieren. Ich hoffe, mein Video heute hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst mir doch bitte ein Abo da und einen Daumen nach oben. Macht's es gut, bis bald. Ciao!